Herzlich willkommen zum Thema Morbus Bechterew, oft auch Rundrücken genannt oder ein bisschen abfällig Rundbuckel genannt. Der Morbus Bechterew, worum handelt es sich da eigentlich? Was sind die Ursachen? Darauf gehe ich als erstes ein. Was sind die Symptome eines Morbus Bechterew? Was passiert sozusagen? Woran merkt man, dass man vom Morbus Bechterew betroffen ist? Was ist die Diagnostik und auch die Therapie? Und als letzten Punkt auch noch, ich werde Ihnen Tipps geben, wenn Sie einen Morbus Bechterew haben, Alltagstipps, was können Sie selbst konkret tun? Also bleiben Sie bis zum Ende dabei. Der Morbus Bechterew ist eine sehr heimtückische Erkrankung, ist eine hinterlistige Erkrankung, weil es eine Autoimmunerkrankung ist. Das heißt, das eigene Immunsystem richtet sich sozusagen gegen die eigenen Zellen, und zwar gegen die Knochen- und Knorpelzellen. Und der Morbus Bechterew ist daher sozusagen auch eine Erkrankung, die man schwer in den Griff kriegt. Was sind die Ursachen? Man muss sagen, die Ursachen selbst kennt man auch nicht wirklich genau. Man weiß es nicht. Man weiß nur, dass der Morbus Bechterew vermehrt familiär auftritt, also eine genetische Komponente dabei ist. Und es gibt das sogenannte Erbmerkmal HLA-B27. Das hat man identifiziert, HLA-B27. Und man weiß, dass ungefähr 90% der Morbus Bechterew-Patienten dieses Erbmerkmal haben. Gleichzeitig aber nicht jeder Mensch, der das hat, bekommt Morbus Bechterew. Also in Deutschland haben ungefähr 8% der Bevölkerung dieses HLA-B27, aber nur 10% bekommen einen Morbus Bechterew. Woran das liegt, wie gesagt, weiß man nicht genau. Umweltfaktoren spielen eine Rolle, Infektionen, genaueres kann man leider nicht sagen. Aber wie sind die Symptome eines Morbus Bechterew? Woran erkenne ich, dass ich eine habe? Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht von einem Patienten, mit dem ich gesprochen habe. Ist ein 25-jähriger Patient, hatte angerufen und er klagte über Rückenschmerzen im Bereich der unteren Lendenwirbelsäule. Und er sagte, die Schmerzen bestimmen schon seit einigen Wochen und die sind schleichend aufgetreten. Langsam immer mehr. Er hat gemerkt, dass sie vor allem morgens, in den frühen Morgenstunden auftreten, beziehungsweise so in der zweiten Nachthälfte, meist um 4 Uhr, hatte er explizit gesagt, wacht er auf, steht auf, muss umherlaufen, hat Schmerzen. Und dann fühlt er sich morgens erstens natürlich müde und benommen, aber auch steif. Ich habe ihn dann gefragt, was macht er dagegen? Nimmt er Medikamente? Hat er gesagt, ja, Ibuprofenpräparate nimmt er, und da merkt er eine Verbesserung. Und das sind ganz typisch, dieses Beispiel zeigt ganz typische Symptome eines Morbus Bechterew. Das sind im Prinzip 5 Dinge, die man sich merken kann oder die auffällig sind. Erstens ist ein schleichender Beginn, wie bei dem Patienten auch. Zweitens Besserung durch Bewegung. Drittens eine Morgensteifigkeit. Morgens fühlt man sich also sehr platt und sehr steif. Viertens nächtliche Schmerzen, vor allem in der zweiten Nachthälfte treten die Schmerzen auf. Und fünftens, oftmals spüren die Patienten eine extreme Verbesserung, wenn die NSAR-Präparate, also die sogenannten nicht-steroidalen Antirheumatika, wie Ibuprofen, Diclofenac etc. nehmen. Das sind 5 ganz typische Symptome für den Morbus Bechterew. Wenn man den Bechterew jetzt hat und man hat ja so immer öfter oder schleichend die Schmerzen, man geht dann zum Arzt. Was macht der Arzt? Als erstes natürlich das Patientengespräch mit ihnen. Wie sind die Schmerzen aufgetreten? Wann bessern sich die Schmerzen? Im Prinzip das, wie ich es gerade auch vorgelesen habe. Dann macht man eine klinische Untersuchung. Da sieht man auch schon, gibt es Anzeichen für einen Rundrücken. Und ganz wichtig in dem Fall ist das Labor. Im Labor erkennt man nämlich erhöhte Entzündungsparameter. Dann dieses HLA-B27. Und man misst auch den Rheumafaktor. Und wichtig, der Rheumafaktor ist beim Morbus Bechterew negativ. Das heißt nicht vorhanden. Und dann letztlich macht man natürlich noch die Bildgebung, ein Röntgen und ein MRT. Und da typischerweise findet man im fortgeschrittenen Stadium eine sogenannte Bambusform. Das heißt, die Wirbelsäule sieht wie ein Bambusstab aus, weil es da zu einer Fusion der Wirbelkörper, der Gelenke kommt. Also diese Bambusform, ganz typisch beim fortgeschrittenen Stadium eines Morbus Bechterew. Wenn man nun die Therapie macht, was sind die Therapieziele? Als erstes die Entzündung zu reduzieren, zweitens die Beweglichkeit wieder zu erhöhen.
die Versteifungstendenzen also zu verringern und drittens die Schmerzen zu reduzieren. Das sind im Prinzip die Ziele einer Therapie. Und deswegen sollte sich eine Therapie eines Morbus-Bechterew-Patienten immer ganzheitlich zusammensetzen. Das heißt, typische Schulmedizin und Medikamente, aber auch andere Aspekte der Alternativmedizin, physikalischen Therapie etc. Also konkret heißt das Physiotherapie und Krankengymnastik. Auch Sport dazu sehr wichtig. Und Sport sollte nicht die Krankengymnastik ersetzen, sondern eine Morbus-Bechterew-spezifische Krankengymnastik. Zweitens physikalische Therapie, sehr hilfreich bei Bechterew-Patienten, Elektrotherapie beispielhaft. Drittens Medikamente. Und hier beginnt man oft mit den, wie eben schon erwähnt, nicht steroidalen Antirheumatika, also Ibuprofen. Und dann bei Fortschreiten gegebenenfalls auch mit Methotrexat und gegebenenfalls auch mit sogenannten TNF-Alpha-Blocker. Betroffene Patienten wissen, was ich damit meine. Das sind dann schon sehr potente Medikamente. Und dann als letzte Möglichkeit auch, und das ist aber nur nicht mehr so viele Patienten sind davon betroffen, führt man eine Operation durch und dann typischerweise eine Versteifung. Was sind nun noch Tipps, die ich Ihnen mitgeben kann, wenn Sie Morbus Bechterew haben, aus der Erfahrung auch durch Gespräche mit vielen Morbus Bechterew-Patienten? Erstens, ich habe die einmal hier zusammengefasst, also erstens die Sitzhaltung. Achten Sie darauf, als Empfehlung unternehmen Sie alle Anstrengungen, gerade zu sitzen. Die Wirbelsäule neigt dazu, halt nach vorne zu kippen. Deswegen immer versuchen, gerade zu sitzen. Zweitens am Arbeitsplatz keine nach vorne überbeugende Tätigkeit, sondern versuchen regelmäßig zu sitzen, gehen, stehen, sich permanent abzuwechseln. Ja, nicht wie die Kollegen 4 Stunden da sitzen. In Ihrem Fall ist es wichtig, permanent die Position zu wechseln. Drittens auch die Empfehlung, Pausen zu machen. Das heißt, gerade vielleicht mittags sich mal für 10 bis 20 Minuten flach auf den Boden zu legen, damit die Wirbelsäule wieder gestreckt wird. Weil man beim Morbus Bechterew die Tendenz hat, nach vorne gebeugt, die Wirbelsäule kippt ja nach vorne. Deswegen flach wieder hinlegen, das täglich 10 bis 20 Minuten machen, am besten in der Mittagspause. Besprechen Sie das mit Ihrem Arbeitgeber. Aber das haben viele Patienten berichtet, ist eine sehr sinnvolle Maßnahme. Danach fühlt man sich wieder viel besser. Viertens beim Bett, achten Sie darauf, das Bett sollte fest sein und nicht durchhängen. Fünftens auch eine Empfehlung beim Spazieren, beim Gehen, machen Sie als Morbus-Bechterew-Patienten und Betroffener große Schritte. Ja, es kommt beim Morbus-Bechterew oft auch dazu, dass die Hüftgelenkstrecke, also die Muskulatur quasi verkürzt ist, um dass man diese wieder verlängert. Die Hüftgelenkstreckung ist also sehr wichtig. Daher Empfehlung, große Schritte beim Gehen zu machen. Und letzter Punkt, Sport. Sport sehr wichtig, also typischerweise Radfahren, aber aufrecht, bloß kein Rennradfahren, wo man nach vorne gebeugt ist. Schwimmen, Skilanglauf, auch Volleyball in dem Fall sehr gut, weil man sich dort strecken muss. Es gibt sehr viele spezielle Morbus Bechterew Volleyballmannschaften extra, weil man sich dabei immer streckt und immer dieses gerade Strecken, das ist immer sehr wichtig für die Wirbelsäule. Sie können also, wie man sieht, sehr viel machen, privat, beruflich bedingt. Das ist gut, aber dennoch sehr wichtig, mein letzter Hinweis, erkennen und kennen Sie auch Ihre Grenzen. Denn durch den Morbus Bechterew hat man gewisse Grenzen und das sollte man halt wissen. Aber es gibt einige Hinweise, wie man bestmöglich damit zurechtkommen kann. Vielen Dank. Noch kurz die Zusammenfassung dazu. Also erstens, Morbus Bechterew ist eine Autoimmunkrankheit mit Auswirkungen auf die Gelenke, insbesondere der Wirbelsäule. Zweitens, die Ursachen sind unbekannt. Man weiß aber, dass es eine genetische Prädisposition gibt. Das heißt, 90% der Betroffenen haben das Erbmerkmal HLA-B27. Drittens, ganz typische Symptome sind schleichender Beginn, Morgensteifigkeit, Schmerzen nachts. Viertens, als Therapie machen Sie eine multimodale Therapie, einen ganzheitlichen Ansatz, also Krankengymnastik, Elektrotherapie, Medikamente, vor allem Bewegung, alle möglichen Arten von Bewegung. Denn Bewegung tut gut und ist auch wichtig bei Morbus Bechterew. Und fünftens, achten Sie halt immer auf Ihre Haltung, denn Ihre Wirbelsäule hat immer den Wunsch, nach vorne zu kippen. Daher alles Mögliche tun, gerade zu sitzen, sich flach hinzulegen, im Zweifel immer am Tag 10 bis 20 Minuten, ist eine sehr gute Empfehlung. Vielen Dank zu diesem sehr speziellen Thema Morbus Bechterew. Ich hoffe, der Beitrag hat Ihnen gefallen.
Wenn ja, dann gerne machen Sie den Daumen hoch, gerne abonnieren Sie den Kanal für weitere Beiträge und für Anmerkungen, vielleicht auch Tipps für andere Morbus Bechterew-Patienten. Was tun Sie bei Morbus Bechterew? Dann direkt hier unter das Video. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.